Die Zauberin. Zweites Kapitel. Wir waren über 3 Stunden durchgefahren, als wir in Gaiamas zu Mittagessen Halt machten. Während wir im Restaurant auf unser Essen warteten, schaute ich aus dem Fenster auf die schmale Straße, die an der Bucht entlang lief. Ein paar Jungen mit nacktem Oberkörper bolzten einen Ball herum. Weiter unten lag eine Baustelle, wo einige Männer mit Mauerarbeiten beschäftigt waren, während andere an Stapel gefüllte Zementsäcke gelehnt ihre Mittagspause machten und Sodawasser aus Flaschen tranken. In Mexiko ist alles nochmal so laut und staubig wie anderswo, musste ich denken. »In diesem Restaurant kochen Sie eine besonders köstliche Schildkrötensuppe«, sagte Clara und fing meine Aufmerksamkeit wieder ein. In diesem Augenblick kam eine lächelnde Kellnerin mit einem silbernen Schneidezahn und stellte 2 Schalen Suppe auf den Tisch. Clara wechselte höflich ein paar Worte auf Spanisch mit ihr, dann musste sie gleich weiter, um andere Gäste zu bedienen. »Schildkrötensuppe habe ich noch nie gegessen«, sagte ich und nahm einen Löffel in die Hand, um zu sehen, ob er sauber war. »Dann steht dir ja jetzt eine echte Premiere bevor«, sagte Clara und sah zu, wie ich den Löffel mit der Serviette abwischte. Ich überwand meinen Widerwillen und probierte einen Löffel von der Suppe. Die kleinen weißen Fleischstückchen, die in der Tomatencreme schwammen, waren wirklich köstlich. Ich löffelte weiter und fragte dann, »Wo bekommen Sie denn die Schildkröten her?« Clara zeigte aus dem Fenster, »direkt aus der Bucht.« Ein gut aussehender Mann mittleren Alters, der am Nebentisch saß, drehte sich zu mir um und zwinkerte mir zu. Ich hielt dies für eine freundliche Geste und weniger für einen Annäherungsversuch. Er beugte sich zu mir herüber, als hätte ich mit ihm gesprochen, und sagte in gebrochenem Englisch, »Das war eine große Schildkröte, die Sie da essen.« Clara hob eine Augenbraue und sah mich an, als könne sie die Dreistigkeit dieses Mannes nicht fassen. Der redete weiter. »Groß genug für 1 Dutzend ausgehungerter Leute. Sie fangen die Schildkröten im Meer. Da müssen etliche kräftige Männer anpacken, um eine ins Boot zu ziehen. Ich stelle mir vor, dass sie harponiert werden wie Wale«, nahm ich das Gespräch auf. Der Mann rückte seinen Stuhl entschlossen zu uns herüber. »Nein, ich glaube, Sie benutzen große Netze. Dann schlagen Sie sie mit Knüppeln besinnungslos, bevor Sie ihnen den Bauch aufschlitzen. So kann man verhindern, dass das Fleisch zäh wird.« Um meinen Appetit war es geschehen. So ein abgebrühter, selbstsicherer Kerl an unserem Tisch, das war wirklich das Letzte, was ich gewollt hatte, aber ich wusste nicht, was ich dagegen tun sollte. »Und da wir schon mal beim Essen sind«, redete der Mann mit entwaffnendem Lächeln weiter, »Guayamas ist berühmt für seine Riesengarnelen. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen beiden eine Portion bestelle.« »Das habe ich schon«, wies Clara ihn knapp ab. Und da kam auch schon die Kellnerin und brachte eine Platte mit den größten Garnelen, die ich je gesehen hatte. Es war genug für ein Bankett. Ganz sicher aber mehr, als Clara und ich schaffen konnten, wie groß der Hunger auch sein mochte. Unser ungebetener Gesprächspartner sah mich an und wartete offensichtlich darauf, eingeladen zu werden. Wäre ich allein gewesen, hätte er es sicher geschafft, sich mir gegen meinen Willen aufzudrängen. Doch Clara hatte offenbar anderes im Sinn und machte kurzen Prozess. Mit katzenhafter Geschmeidigkeit sprang sie auf, beugte sich über den Mann und sah ihm direkt in die Augen. »Schieb ab, du Ratte«, fauchte sie auf Spanisch. »Wie kommst du dazu, dich hierher zu hocken? Meine Nichte ist keine Nutte.« Es ging eine solche Kraft von ihr aus und ihr Tonfall war so schneidend, dass es für einen Moment still wurde im Lokal. Alle Augen waren auf unseren Tisch gerichtet. Der Mann sackte zu einem jämmerlichen Häuflein zusammen und tat mir schon fast wieder leid. Er rutschte einfach von seinem Stuhl und kroch beinahe aus dem Restaurant. »Ich weiß, dass du dazu erzogen wurdest, die Männer, nur weil sie Männer sind, einfach machen zu lassen, was sie wollen«, sagte Clara zu mir, als sie sich wieder hingesetzt hatte. »Du bist immer nett zu den Männern gewesen und die haben dir alles abgeluchst, was du hattest. Ja, weißt du denn nicht, dass Männer von der Energie der Frauen leben?« Die ganze Situation war mir zu peinlich, um darüber zu streiten. Ich fühlte die Augen der anderen Gäste auf uns lasten. »Du lässt dich von ihnen herumschubsen, weil du sie bemitleidest«, fuhr Clara fort.
Im Innersten deines Herzens spürst du keinen sehnlicheren Wunsch, als dich um einen Mann zu kümmern, um irgendeinen. Wenn dieser Idiot eine Frau gewesen wäre, hättest du es sicher nicht zugelassen, dass sie sich an unseren Tisch setzt. Der Appetit war mir nun endgültig vergangen. Ich fühlte die alte Niedergeschlagenheit und Schwermut kommen. »Da habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen«, sagte Clara schmunzelnd. »Du hast eine Szene gemacht, du warst grob«, sagte ich vorwurfsvoll. »Kann man wohl sagen«, sie lachte, »aber ich habe ihn auch zu Tode erschreckt.« Ihr Gesicht war so unschuldig und sie wirkte so aufgeräumt, dass ich schließlich doch lachen musste über das Bild des Entsetzens und Jammers, das der Mann geboten hatte. »Ich bin wie meine Mutter«, brummte ich. »Sie hat es geschafft, ein Mäuschen aus mir zu machen, was Männer angeht.« Kaum hatte ich das ausgesprochen, da verschwand meine Niedergeschlagenheit und der Hunger meldete sich wieder. Ich verdrückte fast die ganze Portion Garnelen. Es gibt nichts Besseres als einen vollen Bauch, wenn man etwas Neues anfängt, verkündete Clara. Plötzliche Angst ließ mir die Garnelen wie Steine im Magen liegen. In all der Aufregung hatte ich Clara noch gar nicht über ihr Haus befragt. Vielleicht war es eine Bruchbude, vergleichbar mit denen, die ich während unserer Fahrt in mexikanischen Ortschaften gesehen hatte. Und was würde es da zu essen geben? Vielleicht war das hier meine letzte anständige Mahlzeit. Würde ich das Wasser vertragen? Ich sah mich schon mit Montezumas Rache da niederliegen. Und ich konnte Clara doch nicht danach fragen, ohne dass es beleidigend oder undankbar klingen musste. Sie musterte mich und schien zu ahnen, was in mir vorging. »Mexiko ist ein raues Pflaster«, sagte sie. »Man muss ständig auf der Hut sein, aber du wirst dich daran gewöhnen. Im Norden geht es noch rauer zu als überall sonst im Land. Die Leute schwärmen förmlich in den Norden, um sich hier Arbeit zu suchen oder als Zwischenstation, bevor sie über die Grenze gehen. Sie kommen mit dem Zug gleich containerweise. Manche bleiben hier, andere schließen sich den Kolonnen an, die mit Lastwagen ins Inland gefahren werden, wo sie sich dann in der Landwirtschaft bei privaten Großunternehmern verdingen. Aber es gibt einfach nicht genug Arbeit und Essen für alle und so kommt es, dass die meisten als Tagelöhner in die Vereinigten Staaten gehen. Ich löffelte die Suppe aus bis zum letzten Tropfen, weil ich plötzlich Schuld dabei empfand, Reste zu hinterlassen. Erzähl mir mehr von dieser Gegend, Clara. Alle Indianer hier sind Yaqui, die von der mexikanischen Regierung nach Sonora zwangsumgesiedelt wurden. Heißt das, sie waren nicht immer hier? Das hier ist ihre angestammte Heimat, sagte Clara. In den 20er und 30er Jahren hat man sie aus ihrer Erde gerissen und zu Zehntausenden nach Zentralmexiko verfrachtet. Und in den späten 40er Jahren wurden sie dann wieder zurück in die Wüste Sonora gebracht. Sie schenkte sich ein wenig Mineralwasser ein und füllte dann mein Glas. »Das Leben in der Sonora-Wüste ist hart«, sagte sie. »Du hast ja während der Fahrt gesehen, wie rau und abweisend das Land ist. Aber die Indianer hatten keine andere Wahl, als sich am Yaqui-Fluss niederzulassen. Vielmehr an dem, was davon noch übrig war. Da hatten die ursprünglichen Yaqui jahrhundertelang gelebt und ihre heiligen Städte gebaut, bis die Spanier kamen.« »Kommen wir da vorbei?« »Nein, dazu haben wir keine Zeit. Ich möchte in Navojoa sein, bevor es dunkel wird. Vielleicht können wir irgendwann einmal einen Ausflug zu diesen heiligen Städten machen.« »Wodurch sind sie heilig?« »Für die Indianer entspricht jede Ortschaft am Fluss einer Stelle in ihrer mythischen Welt. Das sind Orte der Kraft, wie die Lavaberge in Arizona.« Die Indianer haben eine sehr reiche Mythologie. Sie sagen, dass sie von einem Augenblick auf den anderen in die Traumwelt eintreten oder aus ihr zurückkommen können. Sie haben eine ganz andere Wirklichkeitsvorstellung als wir. Das solltest du wissen. Den Mythen der Yaqui zufolge existieren diese Ortschaften auch in der anderen Welt und aus dieser Energiewelt beziehen sie ihre Kraft. Sie nennen sich Volk ohne Verstand, zur Unterscheidung von uns, den Leuten mit Verstand.
Was ist das für eine Kraft, die Sie bekommen? Fragte ich. Ihre Magie, Ihre Zauberei, Ihr Wissen. All das kommt direkt aus der Traumwelt zu Ihnen, und diese Welt wird in Ihren Legenden und Erzählungen geschildert. Die Yaqui haben eine reiche und umfangreiche mündliche Überlieferung. Ich schaute mich in dem mit Menschen gefüllten Restaurant um. Welche von diesen Leuten, wenn überhaupt, waren Indianer und welche Mexikaner? Einige der Männer waren groß und drahtig, andere klein und untersetzt. All diese Menschen kamen mir letztlich fremd vor, und insgeheim fühlte ich mich überlegen und ziemlich fehl am Platz. Clara wollte unbedingt noch Karamellpudding bestellen. Mein Magen war schon übervoll, aber all meine Proteste halfen nichts. »Iss dich lieber ordentlich satt«, sagte sie mit einem Augenzwinkern. »Hier weiß man nie, wenn man wieder was kriegt und was es sein wird. Hier in Mexiko essen wir immer alles auf, was da ist.« Ich wusste, dass sie mich aufzog, ahnte aber auch die Wahrheit hinter ihren Worten. Früher am Tag hatte ich einen toten Esel im Straßengraben liegen sehen, der überfahren worden war. Mir war klar, dass die Leute in dieser ländlichen Gegend keine Kühlschränke besitzen und daher jegliches Fleisch sofort verwerten. Und so musste ich immer wieder daran denken, was mir wohl bei meiner nächsten Mahlzeit aufgetischt werden würde. Im Stillen entschied ich mich daher, meinen Aufenthalt bei Clara auf ein paar Tage zu beschränken. Wieder ernsthafter setzte Clara unser Gespräch fort. Und für die Indianer hier wurde alles noch schlimmer. Die Regierung hat einen Staudamm für ein Wasserkraftwerk gebaut und dadurch wurde der Flusslauf so drastisch verändert, dass die Leute wieder zusammenpacken mussten und sich woanders niederzulassen. Die Entbehrungen eines solchen Lebens standen in krassem Gegensatz zu meiner eigenen Kindheit und Jugend, in der es immer genügend zu essen und alle Bequemlichkeiten gegeben hatte. Mir kam der Gedanke, dass mich vielleicht ein tiefer Wunsch nach Veränderung hergeführt hatte. Mein Leben lang war ich auf Abenteuer ausgewesen, und jetzt, da ich mittendrin war, gruselte mir ein wenig vor dem Unbekannten. Ich kostete von dem Karamellpudding und verbannte die Angst, die seit meiner Begegnung mit Clara an diesem Morgen in mir keimte, aus meinem Bewusstsein. Ich war froh, in ihrer Gesellschaft zu sein. Im Moment war ich mit Riesengarnelen und Schildkrötensuppe bestens genährt und mochte es auch, wie Clara selbst hatte durchblicken lassen, die letzte anständige Mahlzeit gewesen sein. So blieb mir jetzt doch nichts weiter übrig, als mich ihr anzuvertrauen und dem Abenteuer seinen Lauf zu lassen. Clara bestand darauf, die Rechnung zu bezahlen. Wir tankten noch und fuhren dann weiter. Wieder waren wir einige Stunden unterwegs und erreichten dann Navojoa. Ohne anzuhalten, fuhren wir durch den Ort und bogen dann vom Pan American Highway nach Osten auf eine Kiesstraße ab. Inzwischen war es Nachmittag geworden. Ich war kein bisschen müde, im Gegenteil. Dieser zweite Teil der Fahrt machte mir besonders viel Spaß. Je weiter wir nach Süden kamen, desto besser ging es mir und etwas Heiteres verdrängte all das Gedrückte und Neurotische, dem ich sonst so schwer entkam. Nach einer guten Stunde holpriger Fahrt bog Clara plötzlich ab. Wir ließen die Wagen auf hartem Untergrund entlang einer hohen Mauer ausrollen, über der eine blühende Bougainville aufragte. Wir parkten am Ende der Mauer. »Hier wohne ich«, sagte Clara, während sie gemächlich aus ihrem Wagen stieg. Ich ging zu ihr hinüber. Sie wirkte müde und erschien mir etwas größer als zuvor. »Und du siehst immer noch so frisch aus, wie vor unserer Abfahrt«, kommentierte sie. »Ah, diese wunderbare Jugend!« Hinter der Mauer, ganz von Bäumen und dichtem Gebüsch verdeckt, stand ein großes Haus mit Ziegeldach, vergitterten Fenstern und mehreren Balkonen. Wie benommen folgte ich Clara durch das schmiedeeiserne Tor und an einem mit Ziegeln gepflasterten Patio vor dem Haus vorbei bis zu einer schweren hölzernen Hintertür, durch die wir eintraten. Ein kühler, völlig leerer Vorraum empfing uns, in dem die Terrakottafliesen des Bodens den Eindruck der gekalkten Wände und der dunklen Holzbalkendecke noch verstärkten. Dahinter gelangten wir in einen geräumigen Wohnraum.
Die weißen Wände waren mit wunderbar bemalten Kacheln eingefasst, und einen schweren hölzernen Kaffeetisch herum war eine Gruppe von Sitzmöbeln arrangiert, zwei makellose beigefarbene Couches und vier Sessel. Auf dem Tisch lagen aufgeschlagen englische und spanische Zeitschriften. Mir war so, als hätte hier eben noch jemand in einem der Sessel gesessen und gelesen und sich dann hastig entfernt, als wir durch die Hintertür kamen. »Wie findest du mein Haus?« strahlte Clara in sichtlichem Stolz. »Fantastisch«, sagte ich. »Wer hätte gedacht, dass hier draußen in der Wildnis so ein Haus stehen würde?« Aber dann kam der Neid in mir hoch und mir wurde ganz elend. Es war genau so ein Haus, wie ich es mir immer gewünscht hatte und mir doch nie würde leisten können. »Du weißt ja gar nicht, wie recht du hast, wenn du es fantastisch nennst«, sagte Clara. »Ich kann dir nur sagen, dass es wie die Lavaberge ist, die wir heute Morgen gesehen haben. Voller Kraft, eine stille, sehr feine Kraft, fließt durch dieses Haus wie elektrischer Strom durch seine Drähte.« Auf diese Worte hin geschah etwas ganz Seltsames mit mir. Der Neid verpuffte. Er war mit ihren letzten Worten vollkommen verschwunden. »Ich zeige dir dein Schlafzimmer«, fuhr sie fort, »und dann muss ich dich noch mit ein paar Grundregeln vertraut machen, an die du dich halten musst, solange du mein Gast bist. Du kannst dich in allen Teilen des Hauses und des Grundstücks frei bewegen, die rechts von diesem Wohnzimmer und hinter ihm liegen. Aber du darfst keines der Schlafzimmer außer deinem eigenen betreten. In deinem Zimmer kannst du alles benutzen, was da ist. Wenn du willst, kannst du die Dinge darin sogar kaputt machen, wenn du einen Wutanfall hast. Oder lieben, wenn dir danach ist. Die linke Hausseite ist dir jedoch verschlossen, jederzeit und unter allen Umständen. Also halte dich fern von ihr.« Ich war ziemlich schockiert von ihren wunderlichen Anordnungen, beeilte mich aber zu versichern, dass ich das vollkommen verstand und mich ihren Wünschen fügen würde. Tatsächlich fand ich ihre Anordnungen unangemessen und willkürlich, und je entschiedener sie mir das Betreten bestimmter Teile des Hauses verbot, desto mehr brannte ich darauf, sie zu sehen. Clara fuhr fort: »Natürlich kannst du auch dieses Wohnzimmer benutzen. Du kannst sogar auf dem Sofa schlafen, wenn du zu müde oder zu faul bist, in dein Zimmer zu gehen. Noch etwas, was du nicht benutzen darfst, ist der Teil des Grundstücks, der vor dem Haus liegt, und die Vordertür. Die ist zurzeit ohnehin abgeschlossen, also betrete das Haus bitte immer durch die Hintertür.« Sie ließ mir keine Zeit zu antworten, sondern führte mich einen langen Flur hinunter, an etlichen geschlossenen Türen vorbei. Schlafzimmer, wie sie sagte, und daher für mich tabu, bis zu einem großen Schlafraum. Das Erste, was mir beim Eintreten auffiel, war ein kunstvoll gearbeitetes, hölzernes Doppelbett mit einer wunderschönen gehäkelten Tagesdecke von leicht gebrochenem Weiß. Neben einem Fenster, das zur Rückseite des Hauses ging, stand eine handgearbeitete Etagerie aus Mahagoni, vollgestellt mit Antiquitäten, Vasen und Figuren aus Porzellan, Cloisonne-Dosen und kleinen Schalen. Gegenüber stand ein Kleiderschrank im gleichen Stil, den Clara öffnete. Drinnen hingen ausgesucht schöne Kleider und Mäntel, und ich sah Hüte, Schuhe, Sonnenschirme, Spazierstöcke, alles offenbar von bester Qualität und sorgfältig ausgewählt. Bevor ich Clara fragen konnte, woher sie all die schönen Sachen habe, machte sie die Schranktür wieder zu. »Hab keine Hemmungen, alles zu benutzen, was dir gefällt«, sagte sie. »Das sind deine Kleider und das hier ist dein Zimmer, solange du hier bist.« Dann sah sie sich über die Schulter um, als wäre noch jemand im Raum, und fügte hinzu: »Und wer weiß, wie lange das sein wird.« Es sah alles so aus, als dächte sie an einen längeren Besuch. Ich spürte, wie mir die Hände feucht wurden, als ich ihr Linkes beizubringen versuchte, dass ich höchstens ein paar Tage bleiben könnte. Clara versicherte mir, ich könne mich bei ihr vollkommen sicher fühlen, sicherer als irgendwo sonst. Sie sagte, ich wäre schön dumm, diese Gelegenheit, meinen Horizont zu erweitern, ungenutzt zu lassen. »Aber ich muss mich um einen Job kümmern«, versuchte ich, mich herauszuwinden. »Ich habe kein Geld.« »Mach dir darüber keinen Kopf«, erwiderte sie,
Ich borge dir, was du brauchst, oder ich gebe es dir einfach, kein Problem. Ich dankte ihr für das Angebot, ließ sie aber wissen, dass ich in dem Glauben erzogen sei, es schicke sich nicht, Geld von einem Fremden anzunehmen, mochte das Anerbieten noch so gut gemeint sein. Das sah sie offenbar ganz anders. Ich glaube, was dich wirklich bewegt, Taisha, ist dein Ärger darüber, dass ich dir die linke Seite des Hauses und die Vordertür verboten habe. Du hältst das für bloße Schikane und Geheimniskrämerei. Und jetzt möchtest du ebenso lange bleiben, wie es die Höflichkeit verlangt. Vielleicht hältst du mich sogar für eine exzentrische alte Schachtel, die nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Nein, nein, Clara, ganz bestimmt nicht. Ich muss einfach meine Miete zahlen. Wenn ich nicht bald wieder Arbeit finde, habe ich kein Geld mehr und Geld anzunehmen, von wem auch immer, kommt für mich nicht in Frage. Du warst also nicht verärgert über meine Anordnung, bestimmte Teile des Hauses zu meiden? Natürlich nicht. Hättest du denn nicht gern gewusst, warum ich darauf bestehe? Doch, das schon. Also, der Grund ist der, dass dort drüben noch andere Leute wohnen. Deine Verwandten, Clara? Ja, wir sind eine große Familie. Eigentlich sind es sogar zwei Familien, die hier wohnen. Und beides große Familien. Allerdings, beide achtköpfig. Insgesamt also 16 Leute. Und die wohnen alle auf der linken Seite. Von so einer seltsamen Regelung hatte ich noch nie gehört. Nein, nur 8. Die übrigen 8 sind meine unmittelbare Familie und wir wohnen zusammen auf der rechten Seite. Du bist mein Gast, also musst auch du rechts bleiben. Es ist sehr wichtig, dass du dich daran hältst. Es mag ein bisschen ungewöhnlich sein, aber ganz sicher nicht grundlos. Wieder einmal musste ich staunend feststellen, welche Macht sie über mich besaß. Ihre Worte brachten meine Gefühle zur Ruhe, meinen Verstand allerdings nicht. Mir wurde klar, dass ich beides brauchte, einen beruhigten Verstand und aufgescheuchte Emotionen, um in jeder Situation intelligent reagieren zu können. Wo das nicht gegeben war, blieb ich passiv und wartete, bis der nächste äußere Impuls mich weiterschubste. Diese paar Stunden mit Clara hatten mir deutlich gezeigt, dass ich trotz aller gegenteiliger Beteuerungen und meines Ringens um Selbstständigkeit eigentlich nicht klar zu denken und unabhängig zu entscheiden vermochte. Clara warf mir einen sehr sonderbaren Blick zu, als läse sie meine Gedanken. Um meine Verwirrung zu überspielen, sagte ich schnell: »Euer Haus ist wirklich sehr schön, Clara. Ist es sehr alt?« »Natürlich«, antwortete sie, »aber ich wusste nicht, ob sich das auf die Schönheit oder das Alter des Hauses bezog.« Dann lächelte sie und sagte, »da du das Haus jetzt flüchtig kennst, halb jedenfalls, haben wir noch eine Kleinigkeit zu erledigen.« Sie nahm eine Taschenlampe aus einer Kommode und aus dem Kleiderschrank holte sie eine wattierte chinesische Jacke und ein paar Wanderstiefel. »Erst würden wir ein bisschen was essen«, sagte sie, »und dann müsse ich diese Sachen anziehen, weil wir noch spazieren gehen wollten.« »Aber wir sind doch eben erst angekommen«, wollte ich einwenden. »Wird es denn nicht bald dunkel?« »Ja, aber ich möchte dich zu einem Aussichtspunkt oben am Berg mitnehmen, von wo aus du das ganze Haus und das Grundstück sehen kannst. Am besten ist es, wenn man das Haus zu dieser Tageszeit zum ersten Mal ganz sieht.« »Wir alle haben es zum ersten Mal in der Dämmerung gesehen.« »Was meinst du mit wir?«, fragte ich. »Die 16 Leute, die hier wohnen, natürlich. Wir machen alle genau das Gleiche.« »Ihr habt alle denselben Beruf?« Ich konnte mein Erstaunen nicht verbergen. »Mein Gott, nein«, sagte sie und schlug lachend die Hände vors Gesicht. »Ich meine, dass alles, was für irgendeinen von uns obligatorisch ist, auch die anderen betrifft. Jeder von uns musste das Haus und das Grundstück zum ersten Mal in der Abenddämmerung sehen, und deshalb ist das auch für dich die richtige Zeit.« »Weshalb beziehst du mich damit ein, Clara? Sagen wir einfach, weil du mein Gast bist.« »Werde ich deine Verwandten später kennenlernen?« »Allesamt«, nickte sie. »Im Moment ist allerdings niemand da, außer uns und dem Wachhund.« »Sind sie verreist?« »Ganz genau. Sie alle sind auf einer ausgedehnten Reise, während ich und der Hund aufs Haus aufpassen.« »Und wann kommen sie wieder?« »Das kann ein paar Wochen dauern, vielleicht sogar Monate.«
Wo sind Sie denn hin? Wir sind viel unterwegs. Manchmal bin auch ich monatelang weg und irgendein anderer bleibt da und versorgt das Haus. Ich wollte meine Frage wiederholen, aber sie kam mir zuvor. Sie sind in Indien. Alle 15? Fragte ich ungläubig. Das ist allerhand, nicht? Und was das kosten wird? In ihrem Tonfall hörte ich meine Neid verulgt und musste einfach lachen. Dann fiel mir ein, dass ich hier vermutlich doch nicht übermäßig sicher war, so weit draußen und in einem leeren Haus und niemand da außer Clara. »Wir sind allein, aber du hast in diesem Haus nichts zu fürchten«, sagte sie mit merkwürdiger Bestimmtheit, »außer vielleicht dem Hund. Wenn wir von unserem Spaziergang zurück sind, werde ich dich ihm vorstellen. Du musst dazu innerlich ganz ruhig sein. Er durchschaut dich und wird dich gleich anfallen, wenn er Feindseligkeit oder Angst spürt.« »Aber ich hab doch Angst«, rief ich und fing auch schon an zu zittern. Ich hasste Hunde seit meiner Kindheit. Einer der Dobermänner meines Vaters hatte mich einmal angesprungen und umgeworfen. Es war eine Hündin. Sie biss mich zum Glück nicht, aber sie knurrte mit furchtbar gefletschten Zähnen. Ich schrie um Hilfe, war aber ansonsten vor Entsetzen wie gelähmt. Ich machte mir sogar in die Hose und weiß noch heute, wie meine Brüder mich auslachten und mich kleines Baby nannten, das besser Windeln tragen sollte. »Ich kann Hunde auch nicht ausstehen«, sagte Clara, »aber der, den wir hier haben, ist eigentlich gar kein Hund. Der ist was anderes.« Das fand ich nun wieder interessant, aber es nahm mir nicht die bange Ahnung, mit der ich der Begegnung entgegensah. »Wenn du dich erst noch ein bisschen frisch machen willst, begleite ich dich zum Wasch- und Toilettenhaus, nur für den Fall, dass der Hund draußen herumstreicht«, sagte sie. Ich nickte. Ich war müde und überreizt. Die lange Fahrt zeigte jetzt ihre Wirkung. Clara führte mich durch einen anderen Flur und dann durch die Hintertür ins Freie. Ich sah zwei kleine Gebäude in einiger Entfernung vom Haupthaus. »Das ist mein Übungsraum«, sagte sie und deutete auf das eine der beiden. »Da hast du auch keinen Zutritt, jedenfalls so lange nicht, bis ich dich irgendwann mal einlade.« »Und da übst du die Kampfkünste?« »Genau«, erwiderte sie knapp. »Das andere da ist das Waschhaus. Ich warte im Wohnzimmer auf dich. Wir können da ein paar Brote essen, wenn du fertig bist. Aber mach dir keine falschen Vorstellungen, was dein Haar angeht.« Sie schien meine Gedanken zu erraten. »Wir haben hier keine Spiegel. Spiegel sind wie Uhren. Sie zeigen die verstrichene Zeit. Es kommt aber darauf an, die Zeit umzukehren.« Ich wollte noch fragen, was sie mit dem Umkehren der Zeit meine, aber sie schob mich sanft in Richtung Waschhaus. Drinnen sah ich mehrere Türen. Da Clara keinerlei Anweisung oder Verbote ausgesprochen hatte und ich nicht wusste, wo die Toilette war, untersuchte ich alles. Auf der einen Seite des Hauptraumes waren 6 kleine Wasserklosetts, alle mit einer niedrigen hölzernen Hocktoilette. Ungewöhnlich war an ihnen, dass sie weder den charakteristischen Geruch von Komposttoiletten noch den entsetzlichen Gestank von Plumpsklos verströmten. Ich hörte unten Wasser laufen, fand aber nicht heraus, wie es eingeleitet wurde. Auf der gegenüberliegenden Seite befanden sich 3 identische, wunderbar gekachelte Bäder. In jedem gab es eine freistehende, altmodische Badewanne und einen langen Waschtisch. Darauf standen ein Krug mit Wasser und dazu passende Porzellanschüssel. Es gab tatsächlich keinen einzigen Spiegel, nicht einmal irgendwelche Stahl- oder Chromarmaturen, in denen ich mich hätte betrachten können. Ich fand überhaupt nichts an Installation. Ich goss Wasser in eine Schüssel und wusch mir das Gesicht, dann fuhr ich mir mit den nassen Händen durch das strähnige Haar. Um keines der weichen, weißen Frottehandtücher schmutzig zu machen, trocknete ich mir die Hände mit ein paar Papiertüchern aus einer Schachtel auf dem Tisch ab. Ich atmete ein paar Mal tief durch und rieb mir den steifen Nacken, bevor ich zu Clara zurückging. Ich traf sie im Wohnzimmer, wo sie gerade Blumen in einer blau-weißen chinesischen Vase arrangierte. Die Zeitschriften lagen jetzt säuberlich gestapelt da und daneben stand ein Teller mit ein paar Kleinigkeiten zu essen. Sie lächelte, als sie mich sah. »Du siehst aus wie der junge Tag«, sagte sie. »Greif zu. Die Dämmerung steht kurz bevor. Wir haben keine Zeit zu verlieren.«